So Leute, bevor das eigentliche Video beginnt, möchte ich euch noch schnell die Gewinner des 30.000 Abonnenten Gewinnspiels verkünden. Und zwar zum einen gewonnen der Final Gamer, dann noch der Momonaldo 7 und der Mr. Firestone. Euch habe ich allen geantwortet auf eure Kommentare. Also wenn ihr da irgendwie Hashtag PS4 geschrieben habt, dann habe ich euch da jetzt eine Antwort dagelassen. Wichtig ist, dass ihr mir genau mit eurem Account auf dieses Kommentar wieder antwortet und dort eben dann euer Instagram, euer Twitter oder euer Snapchat reinhaut und dann werde ich euch dort anschreiben, also nicht ihr mich, weil dann kann es natürlich auch sein, dass sich irgendjemand an einen Fake-Account macht. Also ganz, ganz wichtig, schreibt mir dort bitte mit dem Account, mit eurem YouTube-Account, mit dem ihr eben teilgenommen habt, dann dort, wie ihr auf den Social Networks heißt oder auf einem der Social Networks und dann werde ich euch dort kontaktieren und euch dann den Code zusenden. Und ja, Freunde, dann würde ich sagen, beginnen wir jetzt auch schon direkt mit dem heutigen Trading-Tipp. Herzlich willkommen, Freunde, hier zu diesem neuen FIFA 18 Video und heute habe ich nach langer Zeit mal wieder einen Trading-Tipp am Start und mit diesem Trading-Tipp könnt ihr echt richtig schnell richtig viele Coins machen. Und Leute, falls ihr mehr Trading-Tipps sehen wollt, dann lasst gerne mal einen Daumen nach oben da, das würde mich extrem freuen. Und dann würde ich sagen, beginnen wir eigentlich auch schon direkt, ohne jetzt zu lange zu schnacken. Der ganze Trading-Tipp steht auch in Verbindung mit Squad-Building-Challenges und zwar sind ja im Moment extrem viele SBCs am Start und eben auch diese TDW-Upgrade-SBCs. Für solch eine SBC braucht man mindestens ein 83er-Rating. Was heißt das? Das heißt, dass 82er, 83er und 84er Spieler extrem im Preis angestiegen sind. Ich habe euch ja immer gesagt, investiert in 82er, 83er und 84er, zum Beispiel in 84er, wenn sie unter 2500 Münzen kosten und in 83er einfach auch, wenn sie unter ca. 1500 Münzen kosten. Und das Ganze ist jetzt eben extrem gut aufgegangen, ich habe meine ganzen Investments aber nicht verkauft, sondern selber für die SBCs angewandt. Das heißt, ja, ich habe einfach mal das Risiko oder bin das Risiko eingegangen, um eben hier vielleicht was Gutes zu ziehen. Ja, ist mir nicht ganz gelungen, aber ja, man hätte die Spiele auch verkaufen können, also ich hatte wirklich einige 84er und einige 83er im Verein. Und wenn wir da eben mal so reinschauen, was zum Beispiel gerade ein Fährmann kostet, dann ist das einfach nur unfassbar. Den konnte man sich wirklich vor ein paar Tagen noch für 3000 Münzen holen und der kostet jetzt einfach ca. 6500 Münzen. Also wirklich unfassbar. Oder Birki zum Beispiel haben wir auch immer irgendwie geholt für 3300 Münzen, denke ich. Und der steht jetzt auch einfach bei 6500 Münzen. Also der hat seinen Preis wirklich verdoppelt. Und es ist unfassbar, wie die Spieler angestiegen sind. Der Preis von denen, der hat sich einfach verdoppelt. Timo Horn, wieder ein gutes Beispiel. Den konnte man sich wirklich für 3000 Münzen holen. Ich habe dazu noch ein Investment-Video hochgeladen, dass ihr euch immer 84er holen solltet, wenn sie günstig sind. Und der kostet auch einfach mal ja fast 7000 Münzen. Und das ist echt richtig, richtig krank. Deswegen möchte ich euch jetzt ans Herz legen, dass ihr beim nächsten Mal, wenn diese Spieler irgendwie unter ja, 3000 oder unter 2500 Münzen kosten, dass ihr euch diese Spieler holt. Also alle 84er, die unter 2500 Münzen kosten, die müsst ihr euch mitnehmen. Egal in welcher Phase oder so, einfach mitnehmen. Denn solche 84er können eben bei den passenden SBCs, so wie jetzt, über 6000 Münzen kosten. Das heißt, ihr macht pro Spieler einfach mal mindestens das Doppelte an Coins raus, was ihr eben ausgegeben habt für den Spieler. Und neben den 84ern sind zum Beispiel auch die 83er gestiegen. Zum Beispiel hier ein Sonzi, können wir mal reinschauen. Der kostet einfach mal, ja, mittlerweile fast 4000 Münzen. Dazu dann Kagawa, der ist eigentlich auch einer der billigsten 83er. Kostet jetzt aber auch mittlerweile schon über 3000 Münzen. Also ihr seht es hier, für 3600 würde man gar nichts bekommen. Für 4000 kommen dann die ersten rein und das ist einfach auch eine unfassbare, was diese Spieler im Moment kosten. So einen 83er konnte man sich immer für so 1200, 1300 Münzen easy mitnehmen. Deswegen, Leute, jetzt sind die gerade sauteuer, aber wenn sie günstig sind, dann müsst ihr euch diese Spieler holen und warten, bis wieder solche SBCs kommen und dann eben einfach wieder verkaufen. Also wenn wieder SBCs kommen, wo man eine gewisse Gesamtstärke braucht, also ein Gesamtrating von eben 83, dann müsst ihr die Spieler verkaufen. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Also nicht jetzt zum Beispiel investieren, das würde überhaupt keinen Sinn machen, denn jetzt sind sie gerade so hoch, wie es nur geht. Aber wenn diese SBC wieder weg ist in 3 Tagen, dann werden die Spieler langsam sinken, das dauert dann wieder ein bisschen. Aber wie gesagt, wenn die 84er unter 2500 kosten und wenn die 83er unter 1500 Münzen kosten, dann müsst ihr investieren. Man kann sogar auch in 82er investieren, beziehungsweise die 82er sind auch gestiegen, aber nicht so stark. Wir gehen zum Beispiel mal rein bei, ja, Pizzi fällt mir jetzt hier mal so spontan ein.
Mal schauen, wo der da ist. Genau, hier ist er. Mal schauen, was der gerade kostet. Der kostet dann auch so stolze 1500 Münzen. Und so einen Spieler hast du halt wirklich immer für Abschlusspreis fast bekommen. Also so 82er, so random 82er hast du eigentlich wirklich fast immer für so 800, 900 Münzen bekommen können. Und ja, ihr seht, die kann man auch locker für 1800 Münzen ein bisschen überteuert verkaufen. Also Leute, mein Tipp an euch, kauft bitte solche Spieler, wenn sie günstig sind. 84er unter 2500, 83er unter 1500 und ja, ich würde sagen 82er unter 900 Münzen circa. Und wenn dann die passenden SBCs kommen, verkauft ihr die Spieler entweder oder ihr behaltet sie und nehmt sie selber für die SBCs, denn dadurch spart ihr ja auch extrem viele Coins. Wenn ihr zum Beispiel einen Kagawa für 1500 geholt habt und der im Moment dann 4000 kostet, dann habt ihr euch 2500 Münzen mit einem einzigen Spieler gespart. So, und man kann aber auch jetzt im Moment Gewinn machen durch diese Spieler, und zwar indem man sniped, ja. Es gibt eben, wie gesagt, die 83er, die alle über, ja, 4000 Münzen kosten. Also Kagawa ist wirklich einer der günstigsten immer gewesen. War vor, ja, vor zwei Tagen, glaube ich, sogar noch auf 3000, jetzt eben schon auf 4000, weil eben so viele diese SBCs für sich entdeckt haben. Und ja, da sehen wir eben 4000 Münzen. Okay, für 4000 Münzen kann man ihn easy verticken. Man könnte ihn auch für 4200 oder so verkaufen. Ja, kann man sogar ganz easy. Wir schauen, wie hoch das noch raufgehen würde. 4400 wird dann nicht mehr wirklich gehen. Okay, wir sagen, man kann ihn für 4200 gut verkaufen, was wir hier auch gut sehen können. Also die laufen alle ziemlich schnell ab. Das heißt, wir gehen mal so runter, ja, ich würde sagen auf 3500 und versuchen uns da jetzt einfach mal was zu snipen. Und jetzt hätten wir fast den ersten Spieler bekommen. Ich ja, hole euch zurück, wenn wir den ersten Spieler gefunden haben. So, und für 2500 Münzen haben wir gerade eine Karte gesniped, und wie wir vorhin nachgeschaut haben, können wir den jetzt echt für 4200 Münzen verkaufen. Das ist einfach ein Gewinn von 1700 Münzen mit einer einzigen Karte. EA-Gebühren betragen hier circa 200 Münzen, also circa 1500 Münzen mit einer einzigen Karte. So leicht kann man aktuell Coins machen. Deswegen rate ich euch extrem, einfach mal 83er zu snipen. Zum Beispiel Perrin ist dann auch noch eine Option, der kostet auch so circa 4000 Münzen, wie wir hier sehen können, 4100 Münzen, und da gehen wir auch einfach runter auf 3600 und machen genau dasselbe wie bei Kagawa eben und snipen den einfach. Und für 3500 Münzen haben wir jetzt eine Karte bekommen. Wir können den eben jetzt für 4100 Münzen reinstellen. Das sind auch nochmal 600 Münzen Gewinn. Also es ist echt einfach, 83er Karten zu snipen. Das Ganze geht auch mit den 84ern, ist meiner Meinung nach aber ein bisschen schwieriger als mit den 83ern. Denn die meisten Leute, die schauen da eher auf die 84er und versuchen dort Karten zu snipen. Deswegen schaut lieber, dass ihr die 83er nehmt. Da gibt es auch viel, viel mehr Auswahl. Also da gibt es wirklich einige Karten, die ihr snipen könnt. Das heißt, ihr geht jetzt auf den Transfermarkt, schaut nach Spielern wie zum Beispiel Otamendi, Goyer, Bastost. Da gibt es echt viele, viele Karten, die ihr da leicht ersnipen könnt. Und ihr habt gerade gesehen, ich habe innerhalb von wenigen Sekunden einfach mal, ja, über, ja, circa 2000 Münzen gemacht. Wichtig ist auch, dass ihr beim Snipen immer die Suchanforderung ändert. Also zum Beispiel hier dann mal was ändert, dann weiter snipe, dann hier mal ein bisschen was ändert. Das ist wichtig, damit ihr nicht gebannt werdet vom Transfermarkt. Das ist so ein Tipp, den ich euch auch noch mitgeben will. Also dann zum Beispiel hier auch mal hochgehen, und dann geht das Ganze auch viel, viel schneller, als, ja, wenn ihr da dann plötzlich gebannt werdet für ein paar Minuten und manchmal sogar für ein paar Stunden. So, jetzt hätten wir fast noch einen für 2000 Münzen gekommen. Wäre aber auch zu schön gewesen. Ihr müsst halt auch wirklich schnell sein beim Snipen und auch vor allem gutes Internet haben, denn sonst geht das mit der Übertragung nicht so schnell und dann habt ihr natürlich auch einen erheblichen Nachteil. Aber wenn ihr halbwegs schnell im Snipen seid und wenn euer Internet halbwegs in Ordnung ist, dann könnt ihr hier einige Coins rausholen, und ihr seht hier auf meiner Transferliste, dass ich hier zum Beispiel mit Lopez, Otamendi ein bisschen getradet habe. Die, die im Stream dabei waren, haben das auch ein bisschen mitbekommen. Ja, eben Lopez zweimal, dann Sonzi habe ich mir einmal gesniped und dann auch eben Kagawa und Perrin, die wir jetzt beide schon verkauft haben, wie ihr sehen könnt. Und ja, Freunde, das ist eigentlich auch schon der Trading-Tipp für heute. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Und ja, dann habe ich hier auch noch auf jeden Fall Kovacic. Den habe ich für 32.000 Münzen geholt. Habe ich für 40.000 verkauft, also ein bisschen Gewinn gemacht. Und ich würde euch raten, diese Karte zu holen. Denn wenn das nächste Mal Vollmond ist, das müsste, glaube ich, der 3. Dezember sein. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher, ob das wirklich der 3. Dezember ist. Auf jeden Fall immer zu Vollmond bekommen diese Halloween-Karten Upgrades. Und wenn Kovacic ein Upgrade bekommt, dann hat er einfach ein viel heftigeres Rating als jetzt. Der geht nämlich einfach mal auf eine 89 hoch, und das ist im Verhältnis zu den anderen Spielern die beste Investition. Also der geht vom Rating sehr gut hoch und der kostet auch im Verhältnis dann gar nicht mal so viel.
Also investiert gerne auch in Kovacic, das ist meiner Meinung nach eine gute Sache. Und ja, Freunde, das ist eigentlich auch schon der heutige Trading-Tipp gewesen, beziehungsweise ja, die heutigen Tipps einfach, die ich euch mitgeben wollte mit dem Investieren und eben jetzt auch mit dem Snipen, was ganz gut geht. Denn ja, ich habe jetzt auch schon länger wieder keinen Trading-Tipp hochgeladen und da musste ich euch einfach mal wieder was Neues liefern. Und ja, Freunde, die nächsten Videos sind leider ein bisschen vorproduziert, weil ich jetzt im Krankenhaus dann sein werde für 3 Tage, Montag bis Mittwoch, weil ich eine Nasenscheidewandoperation habe, damit ich besser Luft bekomme und da kann ich eben keine Videos produzieren. Das heißt, ich versuche jetzt noch ein paar vorzuproduzieren und das heißt eben, die folgenden Videos sind dann ja vorproduziert. Und dann war es auch schon wieder mit dem heutigen Video. Falls es euch gefallen hat, könnt ihr gerne natürlich einen Daumen nach oben da lassen und vielleicht sogar auch ein Abo. Und ja, von meiner Seite aus war es das. Vergesst nicht, Leute, habt immer High Hopes. Bis zum nächsten Mal und ciao.